So, jetzt kommt ein Beitrag von NAFDEM, ein kurdischer Beitrag. Danach werden wir dann eine unsere kurze, aber hoffentlich eindrucksvolle Kurzdemonstration bis zum Kröpke und zurück machen. Wir freuen uns, wenn ihr dann alle mitkommt. Und zwischendurch auch nicht vergessen, dass da der Baum steht, der gerne grünen möchte. Okay, jetzt aber der Beitrag. Hallo, liebe Friedensfreunde und Freundinnen. Ich möchte etwas sagen zur aktuellen Politik der Bundesregierung. Wir haben im letzten Jahr viele schöne Worte gehört. IS-Terror bekämpfen, Fluchtursachen bekämpfen. Welch schöne Worte. Aber wenn es darauf ankommt, sieht es anders aus. Die deutsche Regierung hat jetzt zur Abwehr weiterer Flüchtlinge die enge Zusammenarbeit mit der türkischen AKP-Regierung gesucht. Und die vertreibt durch menschenverachtende sogenannte Säuberungsaktionen die Menschen aus den kurdischen Städten im Südosten des Landes. Welch ein Hohn! Sie schafft auf diese Weise neue Flüchtlinge. Unsere Regierung und auch die EU-Kommission schweigen dazu. Und sie rechtfertigen das Schweigen ganz offen. Innenminister de Maizière hat zwischendurch mehrfach gesagt, dass man die Türkei nicht kritisieren darf. Hier wird ein Deal auf Kosten der Menschenrechte gemacht. Das türkische AKP-Regime hat im letzten Sommer einen Bürgerkrieg gegen die kurdische Bevölkerung entfesselt, um seine Macht zu erhalten. Kurdische Städte werden wochenlang belagert und mit Artillerie beschossen. In den Städten herrscht der Ausnahmezustand des türkischen Militärs. Hunderte Zivilisten, darunter alte Frauen und Kinder, wurden getötet. In Kellern eingeschlossene Menschen wurden verbrannt. Leichen auf den Straßen konnten tagelang nicht geborgen werden. Staatliche Sondereinheiten demonstrieren ihre Macht als Besatzer und demütigen die Bürger vor Ort. Die Lebensgrundlagen der Menschen werden zerstört. Gisela Pendicker, die Vorsitzende des Niedersächsischen Flüchtlingsrats, hat jetzt dort die Städte besichtigt. Sie sagte unter anderem, diese Zerstörungen sprengen unsere Vorstellungskraft. Wer in der Türkei diese Gewalt des Staates kritisiert und die Rückkehr zu Friedensgesprächen fordert, wie es über 1000 Akademikerinnen und Akademiker im Januar gemacht haben, wird wegen Unterstützung des Terrorismus verhaftet und angeklagt. Diesen Wissenschaftlern drohen Entlassungen und Arbeitsverbote an türkischen Universitäten. Regierungskritische Journalistinnen und Journalisten sind von diesen Einschränkungen der Meinungsfreiheit schon länger betroffen. Vielleicht habt ihr es gestern im Fernsehen gesehen, der Prozessbeginn gegen zwei Journalisten, die lebenslänglich Haft bekommen sollen. Erdogan hat sie persönlich angeklagt, weil sie Beweise für die IS-Unterstützung des türkischen Staates beliefern wollten. Auch in Syrien spielt Erdogan mit dem Feuer. Als NATO-Partner riskiert er dort einen militärischen Konflikt mit Russland. Und Deutschland unterstützt ihn mit Patriot-Raketen, AWACS-Aufklärungsflugzeugen und anderem Material. Und Deutschland schweigt. Ankaras Hauptziel bleibt es, die politische und militärische Bewegung der Kurden in Nordsyrien zu zerschlagen. Erdogan hat eine rote Linie gezogen und damit erreicht, dass die syrischen Kurden von den Friedensverhandlungen in Genf ausgeschlossen werden.
obwohl sie erfolgreich gegen den IS kämpfen und ein demokratisches Syrien entwickelt haben, in dem alle Minderheiten beteiligt werden. Ein Skandal. Aus Rücksicht auf die Türkei verschweigt die deutsche Regierung die Existenz der Partei der Demokratischen Union, die PYD, und der Volksverteidigungseinheiten, YPG, sowie deren Modell vom demokratischen Föderalismus. Ankara will die Kurden in Nordsyrien militärisch durch massive Unterstützung der bewaffneten islamistischen Gruppen schwächen. Allein in der zweiten Februarwoche wurden nach Angaben von Reuters etwa 2000 sogenannte gemäßigte Oppositionelle aus der Türkei schwer bewaffnet in die Region von Azaz geschickt. Unter diesen befinden sich nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte immer wieder auch türkische Soldaten. So hätten beispielsweise am 15.02. bei Atme über 350 türkische Soldaten mit großen Mengen Material in Richtung Aleppo die Grenze übertreten. Am 27. Februar, also nach Beginn des Waffenstillstandes, wurde Tal Abyad mit Unterstützung der Türkei von Islamisten angegriffen. Der türkische Geheimdienst hat hier koordiniert, um die Nachschublinie für den IS zurückzuerobern. Immer wenn dies nicht aufgeht, greift Ankara durch direkte militärische Intervention, etwa in Form von Raketenartilleriebeschuss, YPG-Stellungen in Nordsyrien an. Bei der Kritik an einen Föderalismus für Syrien nach Assad ist die türkische Regierung federführend. Ankara hat wenig Interesse an einer Demokratisierung Syriens. Vielmehr will man einen alawitischen Despoten durch einen der Türkei loyalen sunnitischen Herrscher austauschen. Zum EU-Erdogan-Deal gehören weitere Gegenleistungen. Für 6 Milliarden Euro Visaerleichterungen sowie die Etablierung einer herausgehobenen Partnerschaft verspricht die Türkei, die Fluchtrouten in die EU zu unterbinden, um dies mit den gängigen internationalen Abkommen in Einklang zu bringen. Soll die Türkei nicht nur zum sicheren Herkunftsland, sondern auch zum sicheren Drittstaat erklärt werden, während im Südosten des Landes faktisch Krieg herrscht. Dies macht dann in Zukunft auch die problemlose Abschiebung in die Türkei möglich. Und schließlich werden im Zusammenhang mit diesem Deal wieder vermehrt hier kurdische und türkische Aktivisten in Deutschland verhaftet. Am letzten Samstag wurden Demonstranten mit PKK-Fahnen von der Polizei gefilmt. Ihnen droht ein Verfahren wegen Unterstützung einer Terrororganisation. Dieser EU-Erdogan-Deal ist eine Bankrotterklärung der Menschenrechte. Als kurdische Freiheitsbewegung rufen wir auf zu einem breiten Protest gegen den EU-Erdogan-Deal und wollen diesen Protest gemeinsam auf die Straße tragen. Wir fordern von der deutschen Regierung, Druck auszuüben auf die AKP-Regierung, jegliche Unterstützung für die Al-Qaida, Al-Nusra und die IS-Banden einzustellen und in der Türkei zum Friedensprozess zurückzukehren. Jegliche Waffenlieferungen an die Türkei zu unterlassen. Jegliche Militärlieferungen an die Türkei, Saudi-Arabien und andere Staaten einzustellen, die dschihadistische Söldner finanzieren und anderweitig unterstützen. Die willkürliche Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden sowie ihre Aktivitäten und Einrichtungen zu beenden, wozu insbesondere die Aufhebung
des PKK-Verbots gehört. An unserem Stand hier vorne rechts gibt es zusätzlich eine Resolution, einen Aufruf an die Bundesregierung zu diesem oder gegen diesen EU-Erdogan-Deal. Und dort gibt es auch weitere Hintergrundinformationen für die Unterstützung der Dschihadisten durch die Türkei. Vielen Dank. Danke, Jürgen. Jetzt wollen wir unsere Demonstration machen. Also die Georgsstraße rauf bis zum Kröpke und dann aber auch wieder zurück. Es geht hier nämlich weiter. Es ist nicht so, dass wir dann Schluss machen. Ich bitte die Trommler und Trommlerinnen, sich dort vielleicht an die Spitze zu setzen, damit wir laut und gut zu hören sind. Und alle anderen können dann einfach hinterherlaufen, marschieren. Nein, wir marschieren ja nicht wirklich. Und das Transparent geht auch vorne weg. Das Transparent mit dem Motto: Kriege stoppen, Fluchtursachen beseitigen. Vielleicht habt ihr es gestern im Fernsehen gesehen, der Prozessbeginn gegen zwei Journalisten, die lebenslänglich Haft bekommen sollen. Erdogan hat sie persönlich angeklagt, weil sie Beweise für die IS-Unterstützung des türkischen Staates liefern wollten. Auch in Syrien spielt Erdogan mit dem Feuer. Als NATO-Partner riskiert er dort einen militärischen Konflikt mit Russland. Und Deutschland unterstützt ihn mit Patriot-Raketen, AWACS-Aufklärungsflugzeugen und anderem Material. Und Deutschland schweigt. Ankaras Hauptziel bleibt es, die politische und militärische Bewegung der Kurden in Nordsyrien zu zerschlagen. Erdogan hat eine rote Linie gezogen und damit erreicht, dass die syrischen Kurden von den Friedensverhandlungen in Genf ausgeschlossen werden, obwohl sie erfolgreich gegen den IS kämpfen und ein demokratisches Syrien entwickelt haben, in dem alle Minderheiten beteiligt werden. Ein Skandal. Aus Rücksicht auf die Türkei verschweigt die deutsche Regierung die Existenz der Partei der Demokratischen Union, die PYD, und der Volksverteidigungseinheiten, YPG, sowie deren Modell vom demokratischen Föderalismus. Ankara will die Kurden in Nordsyrien militärisch durch massive Unterstützung der bewaffneten islamistischen Gruppen schwächen. Allein in der zweiten Februarwoche wurden nach Angaben von Reuters etwa 2000 sogenannte gemäßigte Oppositionelle aus der Türkei schwer bewaffnet in die Region von Azaz geschickt. Unter diesen befinden sich nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte immer wieder auch türkische Soldaten. So hätten beispielsweise am 15.02. bei Atme über 350 türkische Soldaten mit großen Mengen Material in Richtung Aleppo die Grenze übertreten. Am 27. Februar, also nach Beginn des Waffenstillstandes, wurde Tal Abyad mit Unterstützung der Türkei von Islamisten angegriffen. Der türkische Geheimdienst hat hier koordiniert, um die Nachschublinie für den IS zurückzuerobern. Immer wenn dies nicht aufgeht, greift Ankara durch direkte militärische Intervention, etwa in Form von Raketenartilleriebeschuss, YPG-Stellungen in Nordsyrien an. Bei der Kritik an einen Föderalismus für Syrien nach Assad ist die türkische Regierung federführend. Ankara hat wenig Interesse an einer Demokratisierung Syriens. Vielmehr will man einen alawitischen Despoten
durch einen der Türkei loyalen sunnitischen Herrscher austauschen. Zum EU-Erdogan-Deal gehören weitere Gegenleistungen. Für 6 Milliarden Euro Visaerleichterungen sowie die Etablierung einer herausgehobenen Partnerschaft verspricht die Türkei, die Fluchtrouten in die EU zu unterbinden, um dies mit den gängigen internationalen Abkommen in Einklang zu bringen. Soll die Türkei nicht nur zum sicheren Herkunftsland, sondern auch zum sicheren Drittstaat erklärt werden, während im Südosten des Landes faktisch Krieg herrscht. Dies macht dann in Zukunft auch die problemlose Abschiebung in die Türkei möglich. Und schließlich werden im Zusammenhang mit diesem Deal wieder vermehrt hier kurdische und türkische Aktivisten in Deutschland verhaftet. Am letzten Samstag wurden Demonstranten mit PKK-Fahnen von der Polizei gefilmt. Ihnen droht ein Verfahren wegen Unterstützung einer Terrororganisation. Dieser EU-Erdogan-Deal ist eine Bankrotterklärung der Menschenrechte. Als kurdische Freiheitsbewegung rufen wir auf zu einem breiten Protest gegen den EU-Erdogan-Deal und wollen diesen Protest gemeinsam auf die Straße tragen. Wir fordern von der deutschen Regierung, Druck auszuüben auf die AKP-Regierung, jegliche Unterstützung für die Al-Qaida, Al-Nusra und die IS-Banden einzustellen und in der Türkei zum Friedensprozess zurückzukehren. Jegliche Waffenlieferungen an die Türkei zu unterlassen. Jegliche Militärlieferungen an die Türkei, Saudi-Arabien und andere Staaten einzustellen, die dschihadistische Söldner finanzieren und anderweitig unterstützen. Die willkürliche Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden sowie ihre Aktivitäten und Einrichtungen zu beenden, wozu insbesondere die Aufhebung des PKK-Verbots gehört. An unserem Stand hier vorne rechts gibt es zusätzlich eine Resolution, einen Aufruf an die Bundesregierung zu diesem oder gegen diesen EU-Erdogan-Deal. Und dort gibt es auch weitere Hintergrundinformationen für die Unterstützung der Dschihadisten durch die Türkei. Vielen Dank. Danke, Jürgen. Jetzt wollen wir unsere Demonstration machen. Also die Georgsstraße rauf bis zum Kröpke und dann aber auch wieder zurück. Es geht hier nämlich weiter.